Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge Spider-Man. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dickes Dankeschön an die Leute da draußen, die das Projekt so sehr unterstützen und einfach Liebe schenken. Vielen, vielen Dank, Freunde. Ja, wie versprochen, direkt rein in die nächste Story-Mission. Und ich sag ja, ich schätze mal, es kommt Elektro. Oder? Spider-Man. Willst du uns helfen? Ja, auf jeden Fall nice. An der Stelle mit Elektro zu kämpfen, wie im Film. Doch, das kann nicht schaden, Officer. Nur halt cool. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht gibt es ja Rückstände. Ach so, ich dachte, es wäre hier ein fetter Bossfight oder sowas. Na gut. Okay, ja, dann spielen wir halt den Inspektor. Ja, was ist denn hiermit? Da ist doch nichts. Achso, drehen vielleicht. Drehen? Nee? Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Der macht da kleine Liedersequenz. Vielversprechend. Macht der kleine Spidey einen auf Batman. Moment mal. So. Hast du es? Ja. Yes! Woo, ich bin ein richtiges Genie, Brudi! Oskorps modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Ah, okay. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Nehmen wir mal die rechte. Warte mal. Können wir nicht einfach diese der Tafel folgen, die er kaputt gemacht hat? Ich gehe mal hier lang. Irgendwas? Nichts. Wir gehen der Subway bei Stromausfall. Mist. Eine Sackgasse. Okay. So, dann folgen wir der. Das ist doch. Die Spur führt hoch in das Gebäude. Ja, das ist doch die Stadt. Ja, doch, doch. Da ist doch die kaputte Tafel. Nein, zwei. Oh, das hasse ich immer so. So schräg an dem Gebäude lang und dann willst du aber weiter nach oben, dann schwingt er sich halt zur Seite, oder? Die Spur springt zum nächsten Gebäude. Ich hab sie, Spidey. Nee. Nee, ich hab sie verloren. Hä? Hä? Wo ist sie hin? Bin ich stumm? Wie stumm, sagst du, ich bin Gebäude dumm? Da hoch? Hä? Ich bin nur gerade eben hier oben gewesen. Warum habe ich es da nicht gesehen? Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Gedämpftes Licht? Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Es werde Licht. Wow. Alter, was hat er sich denn hier aufgebaut? Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Hä? Ja, aber hier sind direkt voll viele Dämonensachen. Hat er schon länger mit dir zusammengearbeitet? Nee. Martin Lee. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Feast kannte. Nee. Das stimmt allerdings. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Sieht ein bisschen aus wie Pinhead aus Hellraiser. Wenn das überhaupt noch jemand kennt, ich weiß ja nicht.
Oh. Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Ja. Ist ja nur logisch, dass man guckt, was die Feinde für Schwächen haben, oder? Das machst du da auch. Norman. Egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich Ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft, aber Otto brauchte nur Tage. Oh shit. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst dem Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Cool, sehr cool auf jeden Fall, wenn wir jetzt die ganzen Stationen nacheinander durchgehen. Mac Gargan, auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Scorpion hilft Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen noch Spielschulden. Das kann man schon mal machen dafür auf jeden Fall, oder? Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Wasserspeicher? Ein Skorpion soll das Wasser wahrscheinlich vergiften, oder? Das wäre auf jeden Fall meine Schlussfolgerung dazu. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Eieiei. Das rechtfertigt aber trotzdem nicht, dass er so durchdreht, oder? Ich meine, dadurch ist er erst gekommen. Durch die Scheiße. Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Sehr geil, Alter. Sehr geil, die ganzen Nachrichten an die Leute. Electro steht voll unter Strom. Oh mein Gott. Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Max, ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Oh, 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 Alter, der hat sich auf jeden Fall ein krasses Team aufgebaut, oder? Was ist das denn? Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. Das heißt, UV-Licht. Schwarzlichter.
Nichts passiert. Wie kriege ich diese Lampe an? Strom oder sowas? Geschafft. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oskorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Oh shit. Oh shit, Freunde. So. Achso, soll ich noch irgendwas untersuchen hier? Achso. Ja. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Okay, alles klar, Vulture ist auf dem Times Square. Ich dachte Elektro wegen dem Film und so, weißt du? Und weil da halt viele elektrische Quellen sind. Elektro zerstört Oskorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt auch Sinn, ja, natürlich, ja. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an und warum? Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls Oskorp. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oskorp. Und wohl auch auf Norman. Icarus, das ist es. Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey! Pete? Bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oskorps Teufelsatemlabor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Spider-Man zu töten. Okay. Das war beinahe herzerwärmend, Elektro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Oh mein Gott. Wenn man so komplett überfordert ist. Wie kann man nur so weit daneben schießen? Lass mal deine Schaltkreise prüfen. Ey, wo ballerst du hin, Spidey? Jetzt geht's ab in den Nahkampf. Ich kann ihn treffen, wenn ich auf den Transformator schieße. Oh, das war knapp. Gut ausgewichen auf jeden Fall. Letzte Sekunde. Ich bin Spider-Man! Wir verarschen dich, Junge! Unsere Fehde endet heute, Insekt! Nein, das glaube ich nicht. Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen. Mann, da habe ich echt was missverstanden. So, Vulture, was machst du? Was kannst du, hä? Gar nichts anscheinend, alles klar. Du bist nicht in Form, Spinne!
Wo ist er denn hin? Nächstes Mal bist du dran! Nein, glaube ich nicht. Moment mal! Ich muss das, was er schießt, irgendwie zurückwerfen, glaube ich. Das war pures Glück! Nein! Ich habe genau das gerade gesagt, dass ich das vorhab. Spider-Man! Ich muss dich vernichten! Super! Kamehameha, oder was? Damit versüßt du mir wirklich den Tag. Danke dafür. Meine was war das? Son Goku? Das war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Wie weit man mit ihm kommen kann, was? Der Elan der Jugend, die Weisheit der Erfahrung, eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser, klar. Alter, wie krass ist das, Junge? Mach die einfach so platt, die können gar nichts. Halt still! Ach komm, halt's Maul! Nicht so schnell! Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Wo ist das Ding da? Doch. Komm her jetzt. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ich brauche eine Pause. Übernimm du, Elektro. Alter Schwede. Ich bin gerade so angespannt, es zu schaffen. Du findest einfach nur mega geil, was gerade abgeht. Tatsächlich zu langsam. Zum ersten Mal. Quickdown verkackt. Scheiße, ey. Direkt erstmal laden, um die Demütigung noch krasser zu machen. Komm mir doch nicht immer in die Quere! Aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Oh mein Gott. Ey. Autsch! Lumpen! Was ist denn jetzt los? Wo schleichst du denn gerade hin, Alter? Das tat bestimmt weh! Oh, er hat ihn getroffen, glaube ich, oder? Sorry, wie? Komm schon! Drauf da jetzt, Spidey! Hat er langsam mal genug, oder was? Jawohl. Nur noch einer übrig. So sieht's aus, Spider-Man. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt? Ja, oft genug. Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft. Das hier ist dein letzter Mal. Ey, wie unfair. Das war pures Glück. Nein, ich habe mich außersehen in dem Moment. Außer Reichweite katapultiert. Komm, schieß nochmal auf mich. Oder so. Nur eine Sache schnell noch. Komm schon.
Ganz einfaches Angriffsmuster, du kannst überhaupt gar nichts, Junge. Jetzt geh drauf hier, so sieht es nämlich aus. Was ist los? Elektro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Der ist komplett besessen davon, wa? Der ist komplett besessen von Norman. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen. Nö. Er hasst es. Ich verstehe es. Das sieht auch mega, mega cool aus, ey. Tja, Freunde, wie fandet ihr den Bossfight? Krass, oder? Ich fand ihn sehr nice, eigentlich. Wie spät. Oh Mann. Spidey, was ist denn hier los, Mensch? Ja, Spidey ist müde. Ich muss Yuri Bescheid sagen. Yuri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch vier. Hab's gesehen. Und sein Dach an Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius' Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Hol etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst ja wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Alter, guckt euch das mal an, wie noch heruntergekommen New York mittlerweile aussieht. Übelst heftig. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann an dieser Stelle. Ich sollte Miles anrufen. Oder auch nicht. Okay? Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tue lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tue mein Bestes. Danke, Miles. Grüß May von mir. Und passt auf. Okay. Spidey. Gut. Anzüge. Gibt's schon wieder einen neuen? Spider-Armor-Anzug. Der sieht auch nice aus. Gut, Freunde. Fertigkeiten? Ja, komm, nehmen wir das einfach mit rein. Scheiß drauf. So, ja, wie gesagt, Freunde, das war's denn. Schreibt mal unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr den Bossfight fandet jetzt gegen die beiden. Mega, mega nice auf jeden Fall. Gerade die Katze, die gefallen mir richtig gut im Spiel. Das war's auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich danke fürs Zusehen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen, Freunde, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.